Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Axt im Walde. Und ihr könnt das ohne Zweifel erkennen. Wir spielen heute nicht The Forest. Wir spielen The Land of Pain. Und The Land of Pain ist heute neu rausgekommen. Ja, richtig hier in der Erstveröffentlichung. Und wir sind auch gerade die ersten Bilder hier durchlaufen. Ja, zu Anfangs fällt einem direkt auf, dass der Ton im Hauptmenü doch ein bisschen später kommt, als man meinen möchte. Man befindet sich im Hauptmenü, der Ton geht erst nach 3 Sekunden an. Im Hauptmenü befinden wir uns wie in der Demo, auch im gleichen Designstil. Können hier das neue Spiel anwählen, das bereits gespielte Spiel weiterspielen. Ich starte das jetzt gerade eben zum ersten Mal. Die Spieleeinstellungen vornehmen, ja, das ist Maussensitivität, umkehren die Maus, umkehren die Kontrolle und ob wir möchten, dass der Spieler, ich denke mal, hier Atemtöne von sich gibt, wir sagen ja. Wir möchten hier vielleicht noch bei den Grafikeinstellungen einen Blick reinwerfen, sehen gut, das läuft hier auf Full HD. Mit Quality Medium sind wir vielleicht ein bisschen drunter, ich weiß nicht, das Spiel wird das, denke ich mal, schon selbst erkannt haben. Ja, dann sage ich mal auch, belassen wir das so. Man weiß es nicht, was hier dann in der Praxis auch rauskommt. Kann man ja ein bisschen rumfummeln hier. Und unter den Controls gibt es auch mit einer ziemlich, ja, was ist das hier, einer furchteinflößenden Schriftart, ich nenne das mal so, ein bisschen hier die Hilfe, was man hier tun kann. Select Input Device. Ja, es ist, ach so, da oben. Ja, geht auch mit Controller, ne? So 360 Gamepad. Ja, das sind die Tasten, die bekommen wir im Spiel, aber noch erklärt. Und während uns die Alte hier im Lied ein bisschen was vorheult, können wir auch die Sprache einstellen. Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch. Ich lasse das jetzt wirklich bewusst auf Englisch. Warum? Ich starte hier auch ein neues Spiel, The Land of Pain, die erste Sitzung der Vollversion. Warum belasse ich das hier jetzt auf Englisch? Ich persönlich komme hier mit Englisch ganz gut klar. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2 ist der Entwickler. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt der Muttersprache Englisch nach. Aber ich denke, das gibt dann im Endeffekt doch das bessere Spielerlebnis. So oder so, meine Lieben, gebt mir bitte Bescheid, ja, ob ihr das. Ja, ich denke mal, ich beginne hier tatsächlich ein Walkthrough, lieber bei mir in Deutsch oder auch in Englisch sehen möchtet. Was ich euch noch nicht sagen kann, ist, ob das Spiel die Texte in den Bücherseiten, ja, aus der Demo, die einen oder anderen kennen das von mir, aus der Demo, da kennen wir die Bücherseiten bereits, ob auch die Textseiten hier in den Büchern auf Deutsch sind, das weiß ich nicht, beziehungsweise ob es die Sprachausgabe ist. Ich denke, Alessandro meinte hier zu mir in einer Runde, wo ich mal mit ihm schnacken konnte, Sprachausgabe ist nicht übersetzt. Ich kann mich auch gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ja, was mir auf jeden Fall hier auffällt, direkt im ersten Start, wir müssen mal die Maus Sensitivität, so, Sensitivität nach oben drehen. Nee, ein bisschen mehr. Oh, ach so, ja. Apply. Danke sehr. Ich habe das selbst übersehen, ne? Ja, schon ein bisschen besser. Vorsichtig hier. Ja, grundlegend. Alessandro, mit dem hatte ich auch mal kurz geschnackt hier wegen Nachnamen. Na, er meinte hier so. Ach so, nee, er meinte nicht. Er hat geschrieben hier mit GUZZU und ich meinte, wie spricht man das aus? Ja, ist das hier wie Godzilla? Alessandro Guzzo. Ja, oder ist es Guso? Und das dann schon recht interessant gewesen, ja, was er mir als Antwort gab. Wir gucken aber zuerst in das Journal. Oben steht das, ja, Taste J wie Julius drücken.
Und das ist auch ein Punkt, den haben wir in der Demo kurz gehabt. Ich habe mir das in den vergangenen Wochen auch überlegt, ne? Angenommen, das Spiel spielen wir weiterhin auf Englisch und nicht auf Deutsch. Möchtet ihr, dass ich das hier beim Lesen übersetze? Oder möchtet ihr, dass, wenn das auf Deutsch oder Englisch ist, ganz unabhängig davon, dass ihr selbst hier entscheiden könnt, ich drücke jetzt hier die Pause-Taste, lese mir das selbstständig durch. Ja, oder auch nicht, weiß ich nicht. Bei mir wird das jetzt erstmal geschlossen. Wir gehen weiter. Ja, gucken uns das Laub an, wie ich das schon in der Demo gemacht habe. Die Grafik ist ja wirklich sehr beeindruckend. Ja, ganz ohne Zweifel die Atmosphäre durch und durch. Alessandro Guzzo gab mir zu verstehen, was mich wirklich nicht nur überrascht, sondern auch sehr amüsiert hatte. Sein Nachname wird hier ausgesprochen wie das TZ in Katze. Das hat er tatsächlich so gesagt, ja? Wie das Katze, das TZ im German Katze. Ich fand das wirklich sehr amüsant. Ja. Und nun sind wir hier in the Land of Pain. Wir durchstreifen einen Wald, ja, der realistischer, denke ich, schon noch aussehen könnte. Aber das wäre dann für, ja, ich denke mal, die aktuellen Verhältnisse der technischen Möglichkeiten und was bezahlbar ist, doch ein bisschen jammern hier auf hohem Niveau, ne? Das, was hier The Land of Pain mit der Atmosphäre bietet. Das ist schon etwas, wo ich sag mal, mein lieber Alessandro, du hast nicht nur die Wahl auf die CryEngine richtig getroffen, sondern auch definitiv gewusst, wie du hier mit der CryEngine zu arbeiten hast, dass das Ergebnis rauskommt, das du in deinem Kopf dir vorgestellt hast. Ja, so ein Tannenbaum, ne? Sehr detailliert. Aber das hatten wir ja alles schon in der Demo. Und auch für die, die jetzt neu hinzukommen und mein Let's Play aus der oder von der Demo gar nicht kennen. Ja, gebt mir Rückmeldung. Das ist hier das Wichtigste. Ich mache hier wirklich, ich denke mal, außerhalb von The Forest und kurz mal Stranded Deep zum allerersten Mal wirklich etwas, das nicht direkt in meinen Let's Play-Bereich reinfällt. Also wenn ich hier mal sage, gebt mir Rückmeldung, ist das wirklich ein Hoffen und Bitten auch auf eure Unterstützung. Ja. Mann, oh Mann. Guck doch mal die Blumen hier an. Das ist hier so farbenfroh. Ich weiß nicht, ob das in der Demo bereits so gewesen ist oder ob alles Rando hier nachgebessert hat. Ich weiß auf jeden Fall aus der Demo, dass wir hier lang müssen. Wir müssen jetzt erstmal zur Hütte. Ja, das hat auch unser Journaleintrag von wohin mit der Taste J nochmal hervorgehoben gesagt. Ne? Back to the old cabin. Zurück zur alten Hütte. Diesmal werde ich hier nicht in den See reinspringen. Obwohl das schon sehr verlockend ist. Wahnsinn. Linke Maustaste öffnet mir erstmal hier die Tür. Ja. So ein Wildschweinekopf. Wir haben das alles schon ein bisschen begutachtet hier, ne? Oh, das ist schon so lange her. Hier ist so ein Feuerplätzchen. Oh ja. Linke Maustaste nehmen. Oh. Eine Zündholzschachtel. Und wir haben nur mehr ein Zündholz hier drin. Ich nehme hier. Oh, ach so. Ja, ich nehme hier gar nichts. Ich muss das ja noch anzünden. Ja. Ja.
So, was sagt er hier? Ja, jetzt muss ich hier Wasser holen, um in der Nacht überhaupt was zu trinken zu haben. Nee, überhaupt für heute Nacht, ne? Und ich habe das bereits. Wieder, weil die Schrift zu schnell weg ist, nicht mehr lesen können, werden nun. Das war hinter der Hütte, denke ich. Nee, da ist es nicht. Das ist die Tür, die ich nicht probiert habe in der Demo. Ich. Ja, doch hier. Mal gucken, was passiert. So, was. Die Taste H wie Heinrich drücken, um einen Hinweis des Spielcharakters zu bekommen, aber nur benutzen, wenn man hier wirklich hängen geblieben ist. Ja, das ist ein altes. Hier so ein Wassersystem. Und wurde. Nee, das habe ich in der Demo probiert, ne? Und wurde für Jahre nicht benutzt. Ja, ist versperrt und ich musste auch nicht rein. Das kommt mir so bekannt vor. Oder aber, dass auch so ein Text bei einer anderen Tür vorkommt. Ja, lange ist das hier. Mann, oh Mann, was erwartet mich hier eigentlich nach dem Bereich, in der die Demo beendet wird? Alessandro meint ja auch in der Spielebeschreibung, ne? Man wird von etwas gejagt. Etwas Dunklem, das immer hinter einem her ist. Hm. Das klingt jetzt nicht so verheißungsvoll. Das in der Demo bisher ist ja weniger eine Jagd gewesen, ne? Und dass man auch davonlaufen müsste. Ja, war für mich eigentlich ganz in Ordnung. Hier ordentlich Spannung, ja, viel Spiel und hier haben wir die Kugel. Ich bin da ehrlich. Ich bin da ehrlich zu euch, aus dem Grund heraus, dass ich diesen Moment aus der Demo kenne, bin ich jetzt nicht mehr so enthusiastisch unterwegs, dass ich hier sage, so, oh mein Gott, was ist das denn hier eigentlich? Es ist berauschend, es ist hier der Wahnsinn. Guckt euch das mal an, wirklich, es tut mir leid, ich muss das hier hochloben. Guckt euch das mal an, das ist wunderbar. Aber ich kann jetzt, okay, ich war es gerade, ja, was so gehypt kann ich dann auch nimmer sein. Nicht nach der Demo. Und wir haben ein kurzes Ladebildschirmchen hier auch drin. Ja, dann geht es auch flott weiter mit The Land of Pain, denke ich mal. Die Demo ist mir ja einmal abgestürzt, ja. Liedst du noch? Ich denke wohl, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ihr habt es kurz gesehen hier nach der Ladesequenz. Sah das schon ein bisschen roh hier aus vom Gelände, ne? Ja, aber gut, das tut ja nichts zur Sache. Wir kennen den Bereich, kennen wir hier vorne. Man ist gefangen, holt sich einen Stein, schlägt hier ordentlich das versperrende Schloss auf und macht sich hier vom Acker. Eine Wahnsinnsatmosphäre hier mit dem Regen, ja, mit dem Wind. Es rauscht mir hier in den Ohren, dass ich an für sich vor dem Mikrofon nahezu zu schreien beginnen möchte und nicht mehr mir sicher bin, ob ihr mich auch verstehen könnt.
Oh Mann. Oh Mann, die Soundqualität des Regens. Wow. Das ist so satt, als würde hier das Wasser richtig aufschlagen. Oh, da gibt's auch einen neuen Eintrag, ne? Ein unbekannter Ort. Jo. Wie gesagt hier, das ist hier Runde Nummer 1 des The Land of Pain Erstveröffentlichungs-Walkthrough. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich bin hier ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn hier viel zu rätseln ist, oder weiß ich nicht, dass ich hier noch das Handtuch werfen muss, ne? Ja. Im ersten Walkthrough, sag ich mal, lasse ich das mal laufen. Englische Sprache und ich übersetze das auch nicht wie in der Demo. Gebt mir bitte euren Input. Lasst mich hier wissen, was ihr gerne sehen möchtet. Ja, da ist hier erstmal ein Licht an im Haus und der Spielecharakter möchte, dass wir hier gucken, um eventuelle Hilfe zu holen. Ja, linke Maustaste Tür auf, drin ist zappenduster, wir machen auch das Licht an. Ich kenne das bereits, wie erwähnt, weil das in der Demo vorgekommen ist. Ohne Zweifel müssen wir hier hoch, wo wir gerade hochgelatscht latschen wollten, und bekommen auch eine neue Seite für den Journaleintrag. Jo, lassen wir mal offen. Oh ja. Das ist hier einer der ersten Momente, wo man dann schon nicht mehr sicher ist, was hier eigentlich abgeht. Ich meine, der Anfang hier nach dem Berühren, was das eine Kugel ist, auch ein bisschen untertrieben, ne? So ein Ding. Das ist ja schon mal. Oh, der speichert gut. Das ist ja schon mal hier ein bisschen überraschend und auch entsetzend gewesen, wo man dann gelandet ist. Aber hier so ein Schrei, ja, das ist hier der erste Moment. Wo man definitiv weiß, oh, da möchte ich mehr wissen. Was ist das gewesen? Wir holen uns erstmal hier diese Leiter und hoffen, dass wir hier lebendig zurückkommen. Oh ja, das ist hier die Tafel, denke ich. Nee, oder? Oh nee, ich. Oh, da. Ruins, zu den Ruinen. Oh, guck mal hier. Das kleine Leuchthütchen aus dem Logo des Spiels, das der Alessandro Guzzo ja auch hier umgestaltet hat. Das war ja auch so, ne? Zu Anfangs gab es hier ein recht rudimentäres Logo. Und, einer im Steam-Forum meinte so, komm mal Alessandro,
Überarbeite mal bitte das Spiele-Logo. Das drückt nicht wirklich etwas aus. Alessandro hat sich das zu Herzen genommen. Und das Logo definitiv überarbeitet. Jo, dieser Leuchtturm, den wir hier hinten, die Leuchthütte, die wir hier hinten sehen konnten, ist auch Teil des neuen Spiele-Logos. Sieht auch, ja, sagen wir definitiv schick aus. Es ist jetzt nicht überragend, ja, mit vielen Elementen bestückt. Wohl aber drückt es hier die Atmosphäre und den Stil des Spiels aus, wo man weiß, wenn man hier zumindest durch die Demo durch ist, jo, das ist in Ordnung. Gutes Logo, treffend, passend, adäquat. Wir sind hier zurück und rechts unten ist auch gut zu sehen, die Leiter wird mir angezeigt. Wir gehen hier in die Hütte hinein, in der brennt noch immer Licht und die Tür ist auch offen. So, die Leiter platzieren, die Leiter ist platziert und ich gehe die Leiter jetzt auch mal hoch. Ja, und meine Spielfigur ist hier erstmal am Zittern. Wir haben hier ein blutiges Skelett vor uns. Ich würde hier definitiv ohne Zweifel auch zittern, wenn ich hier in den Raum hochkommen würde. Blut, unterlaufender Boden, ein Skelett, das definitiv noch blutig trieft. Und so eine Büste von einem Cthulhu. Eine Büste einer schrecklichen Kreatur mit Tentakeln. Ja, da bekomme ich doch einen Schauer über den Rücken drüber gelaufen. Ja, neues Textpapier. Und irgendeiner, denke ich mal, hat hier gerade sein letztes Leben ausgehaucht. Oder aber wir sind jetzt gar nicht dran. Nee. Ich denke mal, das war in der Demo auch so. Die Türen sind hier verschlossen. Ja. Todesmutig und risikobereit. Wow. Oh, ja, nee. Das war in der Demo auch, ne? Wieder so ein Schreckensmoment. Der Typ ist tot. Hier ist irgendwas drin, wo wir nicht rein wollen. Ja, der ist töter als tot. Und seine Haut sieht, ja, so wie eine Demo, auch besonders merkwürdig aus. Aber in seiner Tasche hat er hier möglicherweise einen Schlüssel. Und den haben wir uns geholt, den Schlüssel. Ja. Ja, wir sollten nicht nur hier reingehen. Laut dem Spiel können wir das auch nicht. Da der Spielecharakter meint hier, eigentlich möchte ich nicht so drauf gehen wie der Typ gerade eben. Wir bekommen einen neuen Journaleintrag. Der sagt hier, die alte Hütte in den Wäldern. Und dass wir einen Albtraum durchleben. Ja. Wir laufen den Weg zurück, eigentlich weiter voran. Durch das Gebüsch hier. An der Hütte vorbei, die ich in der Demo-Version bereits... ja, gründlich untersucht habe. So, mal schnell hier lang gelaufen. In der Hoffnung, dass hier, nachdem das in der Demo nicht so war. Ein Vieh lang gelaufen kommt. Aber ich weiß es nicht so. Oh. Oh wow. Oh wow. Ja, linke Maus, dass die hier, um den letzten Checkpoint wieder zu laden. Ihr habt das gerade gesehen, das war ein Kipping-Fehler im freien Gelände. Wow. Ja gut, ne? Ist in Ordnung. Darf auch mal passieren.
Ich denke ja ungefähr an dieser Stelle, wie gerade eben vorhin, ist in der Demo mir das Spiel abgestürzt. Denke ich mal. In der Demo hat hier der Schlüssel, den wir vorhin vom toten Mann aufgenommen haben, hier erstmal die Tür freigeschalten. Und dann war auch schon Schluss in der Demo. Ja? Wir spielen nicht mehr hier die Demo heute. Nein. Hier geht es erstmal nicht rein. Und das ist jetzt ein neues Gebiet. Ja. Ich versuche mich hier auch ein bisschen ab sofort umzustellen auf... Das ist ein neues Gebiet, das wir noch nicht kennen. Ist mir jetzt das Spiel abgestürzt oder lädt das gerade? So, wir sind jetzt auch auf dem Weg zurück hier, wo das Tor ist, für das der Schlüssel benötigt wird. Das Spiel ist tatsächlich abgestürzt. Und um zurückzukommen zu vorhin, ich werde hier jetzt wirklich versuchen, das Ganze so aufzunehmen und mitzunehmen, dass das hier wirklich das erste Spielerlebnis ist. Quasi im neuen Bereich, ich kenne den selbst noch nicht und werde von dahingehend auch das eine oder andere übersetzen. Ja, in diesen Spinden ist alles mit Blut zugekleistert und hier befinden sich... Ja, Spuren, die zu den Stiegen führen. So steht das hier. Wenn das alles nicht so zappenduster wäre, ne? Oh Mann, eine alte Laterne. Ja, die kann ich hier zum Gürtel ranhängen. Und dann sagt hier F, um die Laterne zu benutzen, vorsichtig. Denn bei Benutzung der Laterne ist man definitiv viel besser zu sehen. Das war Taste F aus und einmal an. Nee, oder? Nee. Ja, verdammt, die Tür wurde geschlossen. Es kann definitiv nicht der Wind gewesen sein. Ich muss hier etwas anderes finden, um sie aufzubrechen und so schnell wie möglich hier rauszukommen. Dieser Ort ist nicht sicher. Die Tür ist versperrt und es gibt keinen Weg, sie zu öffnen, wird mir hier gesagt. Oh. Hier ist wirklich überall Blut. Neue Journalseite, ne? Oh ne, überhaupt eine Seite. Wir waren in Richtung des Portals unterwegs. Als dieses Ding hier aus dem Nichts auftauchte. Ja, was ist ein Miracle? Wunder, ne? Wie durch ein Wunder konnten wir dennoch entkommen und hier Schutz in einigen Behausungen finden. Einer von unseren Männern war definitiv stark verletzt. Wobei, ich denke nicht, dass es hier durch die Nacht schaffen wird. Es war grauenhaft. Dieses Monster hat hier Fleischstücke von seinem Arm runtergerissen, so dass nur die Knochen übrig waren. Oh Mann.
Wie? Wie? Die Tür ist versperrt. Hier ist ein Schlüssel gewesen. Na, die nehme ich mal vorhin. Original und klassisch hier übersehen. Die Tür, dieser Spind ist es nicht, aber ein Versuch war es wert gewesen. Oh Mann. Wir haben jetzt auch das Licht an, ne? Ich weiß nicht, ob ich das hier ausmachen soll. Das ist ein Schmiermittel. Oh ja. Ich denke mal, hier werden wir wohl oder übel. Oh nee, oder? Oh nee. Mann, Mann, Mann. Ich wollte hier eben gerade mal sagen, wahrscheinlich müssen wir hier irgendeine Maschine oder sowas instand setzen. Und dann kommt hier so ein Geräusch, wo ich mir in die Hosen scheiße hier. Und das ist wohl nur eine Maschine gewesen. Oh Mann. Oh. Was zum Geier haben die hier gemacht? Ja, das. Guck mal hier, ich. Nee, ja, doch. Wow. Oh mein Gott, was ist in diesem Käfig gewesen? Und warum ist der Käfig hier? Ja gut, jetzt wo ich hier sehe, was da drin ist, freue ich mich das auch. Oh Mann. Was zur Hölle wurde hier drin gemacht? Eine Seite. Ja, eine Totenkopfzeichnung. Ich sag mal, das ist auch, weniger erschütternd, sieht mir eher wie ein Comic aus. Oh nee, komm mal hier. Nee. Manu. Ich bekomme hier einen kalten Schauer über den Rücken. Das ist doch nicht euer Ernst, ne? Ja, die Geräte sind vollständig von Rost zerfressen. Ja, und allgemein befindet sich das Zeug in schlechtem Zustand. Auch hier. Was ist hier eigentlich, wenn wir reinlatschen?
auch interessant. Ne? Man kann hier immer ein bisschen so mitbekommen beim Rein- und Rauslatschen. Ach so, da ist so ein Ventilator unten dran. Ja, ja. Gut, gut. Ich denke mal, das wird hier definitiv noch ablaufen. Oh, Licht. Auch interessant, Licht geht automatisch im Wasser aus. Hier. It doesn't work. Das heißt, das funktioniert so nicht. Ich habe hier gerade mal hier am Hahn gedreht oder am Rad auch. Was ist hier passiert? Oh, das Schmiermittel ist hier angewendet worden. Ja, das ist ja mal gut. Was ist hier los? Was? Ein Baum. Ich weiß es nicht. Ja, wir sollten hier besser nicht drüber springen. Ach so, ja, ja. Wir sollten hier besser nicht über die Reling springen, sonst wird uns die Turbine zermahlen. Das Schlimme hier ist ja an für sich, dass ich mittlerweile schon ein bisschen weiß, denke ich, wie The Land of Pain funktioniert. Sobald oder meist, wenn hier irgendwo eine Änderung getätigt wurde oder irgendwas ausgelöst wurde, gibt es auch schon mal Folgeaktionen drauf, ne? So. Ja, es gibt kein Werkzeug mehr. Und der Platz hier ist definitiv verlassen worden. Der Druck ist unheimlich hoch. Oh, und das Zeug könnte hier jeden Moment explodieren. Das steht hier. Es befindet sich noch immer draußen. Es ist Stunden hier. Wir können die Tür nicht öffnen. Das wäre das Ende von uns allen. Ein Abflussrohr, das hier in der Nähe verläuft. Durch dieses könnten wir ohne entdeckt zu werden entkommen. Aber wir müssen definitiv das Wasser hier im großen Becken ablassen. Und gucken, wie wir hier weiterkommen. Oh, Lampe ein, aus, ein bisschen hier versetzt, ne? Na gut. Ach so. Eventuell. Ja, ist hier ja erstmal wo, denn vielleicht woanders. Läuft auch nicht. Vielleicht müssen wir hier ja am Rad drehen. Ja. Oh, das speichert. Oh Mann, ich bin nervös. Oh Mann. Oh nee. Bitte mach hier keinen Blödsinn. Das ist ein Baum. Das ist gut. Ich trau mich nicht raus. Ja, also wir wissen jetzt erstmal, dass hier geht's runter. Schnell. Wow. Wow. Das ist auch eine lebensmüde Aktion, ne? Oh,
Abwasser. Wow. Wow, das Abwasserrohr. Komm mal schneller hier. Nee. Ich höre da was. Raus, raus, raus. Wow. Mann, Alter. Oh. Ja, noch ein Skelett. Ja, dem ist es wohl nicht anders ergangen als dem ersten. Und ich muss sowas von schleunigst hier abhauen. Komm mal hier. Alles an Ruhe. Du setzt uns hier in einen Gang rein. Und dann müssen wir schleunigstens abhauen. Oh, oh, oh. No, oh, oh. Ich höre hier was, oder? Nee. Oh, nee. Was ist? Leute. Leute. Oh, das steigt das Wasser. Nee, oder? Nee, nee. Wo kommt... Ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. Hier? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich denke mal, ich muss hier raus. Ja, nee, ja, nee, wo? Ja, ich denke mal, das ist auch gewesen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, Mann. Ja, auf ein neues. Oh, es geht schon los. Hier, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, aber wo bin ich denn vorhin hin? Nee. Ich weiß es nicht. Ja, ich denke mal, ich probiere das einfach auf dem Weg zurück. Ich habe jetzt ein paar Mal probiert. Und außer, dass ich hier eine Falltür gefunden habe, die sich nicht öffnen lässt, bin ich nicht wirklich auf etwas gestoßen. Somit erstmal einen Weg zurück probieren. Wow, wow, wow. Wow. Oh nee. Oh, die Turbine ist lahmgelegt. Raus, 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 raus. Das hat hier eine bedrohliche Musik. Raus, 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 raus. Lauf. Oh, oh nee, das steigt. Oh, oh Mist. Licht an, Licht an. Was tun? Was tun? Die Frage ist ja an für sich, ist hier überhaupt was zu tun, ne? Das steigt hier weiter an, ich weiß nicht wie weit. Raus, rein. Über. Nee. Oh, ach so, ja, was könnte dem armen Mann passiert sein? So furchtbare Schreie habe ich bisher noch nie gehört. Und ich öffne sicher nicht diese Tür, auf gar keinen Fall. Na gut, hier lang. Oh Mann, wo geht's hier lang? Denke ich mal, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir auch zurück, ganz zurück. Wird hier... Nee, das wird nicht alles überschwemmt, ne? Nee, das ist... Ach so... Vielleicht ist es auch nur notwendig gewesen, hier das Eisenstöckchen zu bekommen. Die Metallleiste. Das ist auch ein schöner Effekt hier, ne? Ich wag noch einen Versuch, aber das klappt hier nicht. So, jetzt ist die Frage. Hier, hier oder aber... Ja doch. Es geht hier wieder raus bei der Tür, bei der wir reingekommen sind.
Wir haben hier auch das Schloss zerstört. Aber die Leiste ist abgebrochen. Ja, auch komisch, ne? Wir haben das Schloss zerstört, aber auch die grundlegende Leiste ist abgebrochen. Wir haben einen neuen Journaleintrag hier. Was sagt er hier? The Underground Structure. Ja, Structure, das auch vielleicht entweder. Nee, kann auch sein, dass ich das Wort nicht kenne, aber ich denke mal, das ist Structure. Nicht ganz richtig geschrieben. Ja, die Gebäude im Untergrund ist nicht richtig, aber im Untergrund. Ich war in ein Gebäude gefangen. Glücklicherweise konnte ich die Tür aufbrechen und rauskommen, bevor es zu spät war. Irgendwas, und ich weiß nicht was, irgendwas Fürchterliches tötet jeden. Es scheint, als ob es sich hier von menschlichem Fleisch Organ ernähren würde. Alles, was Knochen hat. Was immer es ist hier draußen und... Wo kommen wir hier? Es macht auch Geräusche. Das ist hier draußen und direkt neben mir, sagt hier der Text, ne? Und dann macht das hier Geräusche. Mann, Mann, bitte. Ich habe hier ein bisschen mehr Informationen entdeckt. Dieses Mal über das Portal. Über eine Art Portal. Aber es gab nicht weitere Hinweise. Sollte ich überleben, muss ich weiter hier nach Informationen graben. Aufpassen. Auf jedes Geräusch und jede Bewegung achten. Ich muss mich weiter bewegen und habe gar keine andere Wahl. Ich denke, ich sehe hier drüben irgendwas sich bewegen. Irgendwas in der Dunkelheit bei den Bäumen. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das Licht ist vorhin nicht angewiesen. Das Licht ist vorhin nicht angewiesen. Ja, ich denke mal, wir begeben uns nun auf den Weg zu den Ruinen. Ich habe hier eine Gänsehaut. Das ist ein Spiel. Ich habe hier eine Gänsehaut. Was ist los? Ja, los ist, dass hier der Entwickler Alessandro alles richtig macht oder gemacht hat. Ich bekomme hier beim Spiel eine Gänsehaut. Oh, oh, oh. Keine Leiter. Beziehungsweise eine kaputte Leiter. Was ist das für ein Geräusch? Oh, das ist mal schön. Sehr detailreich. Oh. Da hinten ist ein Licht. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir alleine sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Speichern, oh Gott. Das, ja, der Weg gabelt sich hier. Oh Mann. Ich fühle mich ein bisschen dem Licht hingezogen, deswegen sage ich mal, gehen wir hier lang, obwohl wir eigentlich nicht viel sehen. Oh, oh, was ist hier los? Da drüben ist das Licht. Und hier geht's weit mal runter. Oh. Hätte ich doch lieber einen anderen Weg. Wow, 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 wow! Wow! Wow, wow! Habe ich hier schon erwähnt, dass ich so eine Gänsehaut hier gerade habe? Oh Mann, gerade eben wieder fährt das hoch, Gänsehaut. Oh, ist das ein geniales Spielerlebnis.
Oh Mann. Wo? Wie? Was? Warum? Das sind zwei Lichter. Das ist ein Feuer. Oh Mann. Ich guck auch mal, ob ich hier irgendwo durchkomme. Nee, nicht wirklich, ne? Oh, oh. Mich beschleicht hier schon ein starker Verdacht. Ich muss hier springen. Oh Mann. Oh, und das. Ach so, ja, ja, die Ruinen untersuchen. Das sieht hier aus wie der Verbleib eines alten Hauses. Ja, ich denke mal, das ist auch das, was Ruin als Terminus an für sich aussagt, ne? Ach so, ja, ja, das ist hier. Oh, oh. Aber auf jeden Fall zu schaffen. Drüber gesprungen. Und wir haben hier irgendeine. Oh Mann, oh Mann. Was ist hier? Irgend so eine komisch aussehende Hütte. Hier ist ein Ruin. Nee, hier gibt's auch nichts, ne? Oder vorne ist ein Licht, vorsichtig. Ich weiß nicht, was hier im Spiel auf uns zukommt. Gucken wir uns das mal hier an. Was ist das? Ja, eine versperrte Tür, das sehe ich doch auch. Ja, drum rumlaufen, das bringt jetzt auch nichts. Weiterlaufen. An den Ruinen entlang und. Oh Mann, oh Mann. Oh, diese Särge wurden wieder aus dem Boden herausgeholt. Warum sind sie hier? Was haben die hier gemacht? Der Altar ist mit Blut überdeckt. Das Buch fährt weiter fort und mit Hinweisen. Oder uns Hinweise zu geben. Und was wir entdeckt haben, ist tatsächlich sehr interessant. Die großen Steine, die hier einen Kreis in den Wäldern formen, sind sehr alte Monolithen. Und sie sind direkt mit der Maschine verbunden. Was eine der Zeichnungen als Paar von großen, weiß nicht, Pylons, ich kenne das Wort leider nicht, als Paar von großen, eben diesen Teilen, repräsentiert wird. Im Zentrum des Monoliths. Und es sieht wohl so aus, dass die Funktion der Maschine ist, Energie zu kanalisieren in einem kleinen kreisähnlichen Bereich. Die metallischen Teile, die wir in den Räumen verbuddelt gefunden haben, soweit wir das beurteilen können, sind Teil dieser Struktur, die damals bereits auseinandergenommen wurde. Wir gucken uns an, ob es möglich ist, das so wieder aufzubauen, wie das mal gewesen ist, inmitten der uralten Steine. So ist auch hier die Zeichnung, die Monolithen oder, weiß nicht, Zauberfelsen, was auch immer, wie man auch immer das bezeichnen kann,
sind hier gut zu sehen mit hier so Turm in der Mitte. Oh, warte mal. Oh, das ist ja das hier im Käfig, wo wir gewesen sind. Ja, auch wieder so Särge. Wir bewegen uns weiter fort. Und ich denke mal, das Feuer, das wir gesehen haben, ist hier auch so wie da unten. Das ist der Weg, den wir gehen sollten, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Hier ist dann doch wohl etwas eng. Wow, wow. Wow, was ist das für ein Geräusch? Wir kamen hier unter in einer verlassenen Mine, um uns vor dem fürchterlichen Ding zu verstecken. Es muss wieder mal der Fehler von einem der Auserwählten sein. Wir können so nicht weiterleben. So durchwegs immer für unsere Neugierde bezahlen zu müssen. Über die letzten Tage hinweg waren sie ein bisschen aufgeregter als üblicherweise. Ich denke mal, die haben etwas Wichtiges rausgefunden. Nicht, dass sie uns etwas verraten hätten. Aber ich denke mir, ich habe einen von denen bereits gesehen. Der eine, der hier im Kuhstall wohnt. Dieser besitzt hier auch ein Journalteil. Seine Schlüssel habe ich gestohlen, um in sein Haus zu kommen. Aber die Mine werden wir definitiv nicht verlassen, solange das Monster sich noch draußen befindet. Wow, wow, wow. Achso, er sagt hier, womöglich ist da drüben einer in der Mine und wir könnten ihm helfen. Ich gucke auch mal, oh, da geht's, oh nee, da gucke ich jetzt erstmal nicht, nur so ein bisschen hier lang, ne, ein bisschen. Hier, vorsichtig, man weiß ja nicht, was das Spiel hier alles noch für einen übrig hat. So, ich denke mal, da kommen wir jetzt erstmal nicht drüber. Ja. Wir werden das nicht riskieren, hier so weit zu springen. Wir müssen einen anderen Weg finden, hier rüber zu kommen. Gut, wir latschen dann doch erstmal hier rauf. In die Höhle. So ein Detailreichtum. Alessandro, mein Lieber. Wow. Hast du gut gemacht hier. Oh, da kann man oben. Oh, da kann man oben. Oh. Ich möchte hier rein. Sollen wir hier rein? Das ist eine gute Aussicht. Aber ich denke mal auch, es ist eine Aussicht auf das, wo wir nicht nur hinkommen werden, sondern auch der nächste Ort, wo es, denke ich, weitergeht in das Grauen des Spiels. So ein Regen, Höhlenregen. Schon auch interessant, ne? So wie das hier runter tropft. Oh, das geht hier noch rüber. Mal gucken. Ja, gucken was. Oh ja. Oh, oh nee. Was ist das hier jetzt wieder mit diesen Teilen?
wird gespeichert. Nee, hier, denke ich mal, sollen wir nicht lang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, das sind hier viele Feuer. Ich mach mal Licht aus. Oh nee, oh nee. So, wir sind auch wieder zurück an der Stelle, wo das Spiel hier ungefähr vorhin abgestürzt ist. Wie gesagt, ich mach mal das Licht hier aus. Denn immerhin Umgebungslicht haben wir hier genug. Die Spannung steigt. What the fuck? What? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was zum? Ich weiß nicht, ob Licht aus, Licht an, ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, wohin ich laufe. Ich will hier weg, ich will hier raus. Und dass mir das Vieh hier, ja, vom Pelz runter bleibt. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Er läuft wieder. Lauf, lauf. Ich weiß nicht, wohin. Das ist erstmal hier die Panik, ne? Oh Mann, was ist hier in diesem Spiel los? Oh Mann, oh Mann. Erstmal hier kurz runterkommen, das war ein bisschen zu viel. Was ist hier an der Stelle vorne los? Warum taucht hier? Wo muss ich hinlaufen? Ich weiß, vielleicht, nee. Oh ja, nee. Ich werde das hier so ausprobieren, wie auch vorhin, wo wir im Wasser gewesen sind. Den Rücktritt antreten. Und das Licht ausmachen. Oder aber das Vieh kommt hier gerade eben nicht mehr. So, du bekommst mich jetzt erstmal nicht. Wow. Ich bin hier jetzt auch mal ganz ehrlich zu euch. An dieser Stelle denke ich mal, mache ich erstmal hier das Ende von Teil 1 von dem The Land of Pain Walkthrough. Ich möchte hier jetzt gerade erstmal gar nicht mehr probieren. Vielleicht ein bisschen runterkommen hier nach dem ersten Tag der Veröffentlichung aus The Land of Pain. Mich auch ein bisschen selbst beruhigen. Das ist definitiv so eine Wahnsinns-Top-Atmosphäre. Ich traue mich erstmal wirklich nicht weiterspielen. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken, meine Lieben. Bei ein bisschen anderen Let's Play als bisher von mir gewohnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Tschüss.